Hallo und herzlich willkommen zur CCXP Cologne Cosplay Championship 2020. Dieses Jahr natürlich in einer Online-Variante, weil wir uns aufgrund der Covid-Situation nicht persönlich vor Ort in Köln treffen können. Wir haben uns aber gedacht, wir wollen uns trotzdem die Gelegenheit nicht nehmen lassen, den Cosplayern da draußen eine Bühne zu geben und eine Gelegenheit, ihre Cosplays zu präsentieren und vielleicht auch den ein oder anderen Preis mit ihren großartigen Kreationen zu gewinnen. Dieser Einladung sind dann auch über 100 Cosplayer gefolgt und zwar nicht nur aus Deutschland, sondern wirklich aus der ganzen Welt. Uns haben Bewerbungen erreicht aus 15 Ländern, aus 4 verschiedenen Kontinenten, von USA über Südamerika bis hin zum Nahen Osten und im europäischen Ausland sind Cosplayer zu uns gekommen, um ihre beste Kreation in unserem Wettbewerb zu zeigen. Das hat uns wirklich sehr, sehr stolz gemacht und vielen, vielen Dank ihr da draußen, dass ihr so zahlreich bei unserem Wettbewerb mitgemacht habt. Ja, die Online-Variante ist aber nicht die einzige Neuerung, die wir dieses Jahr haben, sondern wir haben uns auch gedacht, Cosplay ist so eine vielseitige Beschäftigung, so ein umfassendes Hobby mit vielen Disziplinen, da ist es sehr schwer zu sagen, es ist jetzt der erste, der zweite und der dritte Gewinner. Deswegen prämieren wir dieses Jahr nicht nur den besten Show, den ersten, den besten der besten, sondern wir prämieren auch die beste Rüstung und die beste Näharbeit. Und das ist immer noch nicht alles. Wir haben uns nämlich auch gedacht, wo uns ja in dieser digitalen Variante das tosende Publikum des Thunder Theaters ein bisschen abgeht und so ein bisschen die Menschen da draußen fehlen, die für ihre Cosplayer jubeln, die ihre Favoriten anfeuern, haben wir auch da eine Online-Version ins Leben gerufen und zwar den CCXP Cologne Community Award. Das bedeutet, alle unsere Finalisten, die die Jury schon ausgesucht hat, waren letzte Woche bereits online und konnten von den CCXP-Fans Stimmen sammeln, um eben der Sieger im Community Award zu werden. Und ich freue mich schon sehr, auch diesen Sieger gleich noch präsentieren zu dürfen. Und jetzt rede ich hier schon von Kategorien und Siegern und ihr wisst noch gar nicht, was unsere Gewinner eigentlich alles an Preisen mit nach Hause nehmen dürfen. Und da freue ich mich ganz besonders, dass wir dieses Jahr den renommierten Nähmaschinenhersteller Pfaff als Hauptsponsor für unsere Cosplay Championship gewonnen haben. Und dass Pfaff nicht nur eine, sondern gleich 4 hochwertige, großartige Nähmaschinen zur Verfügung stellt, die nicht nur nähen, sondern auch sticken können. Diese Maschinen haben einen Wert von über 1.000 Euro und jeder unserer Kategoriegewinner und auch der Sieger im Community Award darf sich über so eine großartige Pfaff-Nähmaschine freuen. Und das ist natürlich immer noch nicht alles. Auch Cosplayflex sponsert wieder unseren Wettbewerb und jeder Gewinner bekommt einen Gutschein im Wert von 75 Euro von Cosplayflex und dazu kommt noch für den besten Showgewinner ein Geldpreis im Wert von 250 Euro. Es ist also richtig was geboten und das ist noch nicht mal das letzte Highlight. Ganz kurzfristig haben wir noch reinbekommen, dass auch die Gamescom eine kleine Überraschung für unsere Sieger bereithält. Alle unsere Kategoriegewinner und auch der Sieger des Community Awards darf sich über eine Wildcard für den Gamescom Cosplay Contest freuen, der Ende August auch online stattfinden wird. Ja, und da muss ich halt wie jedes Jahr und immer wieder sagen, da bin ich froh, dass ich nicht entscheiden muss, wer von unseren großartigen Finalisten jetzt diese ganzen tollen Preise mit nach Hause nehmen darf, sondern dass wir dafür eine fachkundige Jury haben und die stelle ich euch jetzt einfach mal vor. Ich begrüße die drei ganz herzlich. Sie haben sich mit uns über 100 Bewerber angeschaut. Ich sehe hier aus Berlin Litchi Cosplay, ich sehe Tingilia Cosplay aus Köln und fast neben Köln und ich muss ihn eigentlich gar nicht vorstellen, Ben Mal Cosplay, ihr kennt ihn als Geralt, ihr kennt ihn als Johnny Silverhand und ganz bald kennt ihr ihn auch als Ivor aus Assassin's Creed. Litchi, ich glaube, du sitzt da gerade auch schon in deinem Signature-Style, du hast Supergirl an. Ja, es ist ja praktisch das beste Kostüm, was ich je machen konnte. Es ist das beste, komfortabelste Kostüm ever. Super bequem, oder? Ich kenne dich tatsächlich vor allem schon als Ariel. Das hat nicht mein, da sehe ich immer, wenn ich Ariel sehe, sehe ich jetzt dich. Ja. Und auch fast zurück in Köln, wobei, nee, du bist direkt in Köln, Mia. Ben ist ein bisschen abseits von Köln. Und du hast eben das richtige T-Shirt an. Dich kennen wir eigentlich mit ganz, ganz großen Flügelprojekten und großartigen Rüstungsgeschichten. Und aktuell arbeitest du an deinem Finalbeitrag für den Cyberpunk-Contest, Tingilia. Ja, herzlich willkommen. Danke, dass ihr unsere Judges seid. Sehr gerne. Kein Problem. Wieso schwer? Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie war das denn für euch? War es euer erster Online-Contest? Es ist ja dieses Jahr in der Community alles anders, ne? So ein bisschen. Wir können uns alle nicht persönlich treffen. Wir können die Cosplayer nicht selber sehen. Wie ist das für euch gerade so die Saison 2020, wenn man das so nennen kann?
Also für mich war es jetzt der zweite Online-Wettbewerb, aber es ist natürlich ganz anders, wenn man sich nur die Fotos und Videos angucken kann und auch in die Fotos immer reinzoomt und sich die Details anguckt und dann so, okay, also es ist natürlich ganz anders, als wenn man irgendwie auch das Kostüm von Namen sehen kann und vielleicht auch mal was anfassen kann. Aber ja, so ist es halt. Wir sind in der Postapokalypse. Wir machen das Beste draus. Ja, für mich gibt es bis jetzt noch keine Saison. Also ich war auf der EpicCon dieses Jahr, das war's. Das ist, same, mich, ja. Ja, das ist ungefähr 50 Mal weniger als normal. Deswegen, es wird wahrscheinlich auch so bleiben. Mhm. Von daher endlich mal eine Con-Erlebnis. Das ist schön. Ich finde das nächste, an das wir wahrscheinlich dieses Jahr noch drankommen, ist jetzt hier die Online-Variante. Mhm. War ja ein bisschen CC-Spiel, war schön. Ich war letztes Jahr sehr begeistert, deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut. Jetzt haben wir halt die Online-Variante. Einen kleinen Prozentsatz davon für zu Hause. Ja, das stimmt. Miri, du warst ja letztes Jahr auch da, sogar mit einem großen Stand, gell? Das heißt, ja, es ist auch so ein bisschen... Ich bin auch ganz traurig, dass es dieses Jahr nichts ist, leider. Aber ich finde tatsächlich diese Online-Wettbewerbe eigentlich eine ganz coole Sache, dass man trotzdem so ein bisschen Motivation hat, was zu machen, weil, also ich habe immer so Kostüme, natürlich für Aufträge, aber auch damals, als ich angefangen habe, bevor ich das beruflich gemacht habe, war das immer so, ja, eine neue Con, ein neues Kostüm und dann die Leute treffen und Fotos machen zusammen und so, mhm, und das fällt jetzt alles so ein bisschen weg. Und diese Online-Wettbewerbe geben nochmal so einen kleinen extra Ansporn, so, ja, okay, und man setzt sich viel mehr mit Videos, finde ich, auseinander, was auch eine coole Sache ist. Ja, kann so ein bisschen seinen Horizont erweitern und trotzdem ein bisschen Con-Feeling haben. Ja, das stimmt. Das war auch so ein bisschen unsere Idee dahinter, dass wir halt zumindest so eine kleine Bühne bieten können. Denn normalerweise haben wir halt auf der CCXP irgendwie eine Bühne mit einem Publikum von über 1000 Menschen. Und jetzt haben wir halt zum Glück die Möglichkeit, zumindest so eine Online-Bühne zu bieten. Und du hast gerade auch schon was ganz Richtiges gesagt mit diesen Videosachen. Findet ihr das auch? Ich habe irgendwie gemerkt, so ein bisschen hat sich die Community jetzt bewusster und mehr mit dem Thema Video auseinandergesetzt. Fällt euch das auch so auf, dass das jetzt so ein neuer Aspekt ist, den die Cosplay-Community so ein bisschen zumindest angenommen hat, aus der Not eine Tugend macht? Ja, schon. Also, Entschuldigung, war ich jetzt nicht mehr gut. Aber ich finde, man sieht schon mehr Showcase-Videos und man hat auch mehr Zeit, weil ich glaube, früher war das immer, oder letztes Jahr war es noch so, dass man immer zwischen den Cons vielleicht einen Monat Zeit hatte und da war man dann schon wieder mit dem Basteln beschäftigt, was Neues zu machen. Und da das jetzt nicht mehr so ist, kann man die Zeit viel mehr nutzen und viel mehr überbrücken, um eben jetzt auch in Richtung Videos zu gehen. Du hast recht. Ja. Du hast recht. Ja, ich kann nicht viel dazu sagen. Ich habe jetzt die Videos gesehen hier von dem Contest. Ich habe jetzt nicht irgendwie tendenziell in der Cosplay-Community mehr Tendenzen zu Videos gesehen. Von daher, ja, natürlich, hier habe ich mehr Videos gesehen, aber zwangsläufig irgendwie, ne? Ja, das stimmt. Aber das ist ja eigentlich jetzt schon die beste Überleitung, die du gerade gebracht hast, weil wir sind ja eigentlich auch hier, um unsere 10 Top-10-Finalisten hier nochmal zu zeigen mit ihrem Video. Die Fotos haben wir ja schon gezeigt, online, auf den Social-Media-Kanälen der CCXP. Und dann würde ich sagen, wollen wir mal reingehen in die Videos und schauen uns unsere Teilnehmer an und starten mit den ersten beiden Beiträgen. Was meint ihr? Juhu! Juhu, cool! So, dann geht's jetzt los. Ein bisschen Contest-Feeling hier. Ich habe extra Karten vorbereitet, um so ein bisschen Bühnen-Feeling irgendwie in der Hand zu haben. Genau. Und wir starten mit einem, sag ich mal, schon fast ikonischen Cosplay. Ich kann aber nicht genug davon kriegen, das zu sehen. Es ist ein Iron Man, diesmal Mark 85 aus Endgame. Und es ist auch tatsächlich schon der erste Teilnehmer, der aus Übersee kommt, aus Brasilien. Das ist nämlich Caio und der hat einen Iron Man-Anzug gebaut. Und ich fand auch ganz beeindruckend, wie er das gemacht hat. Und unsere zweite Teilnehmerin ist hier aus Deutschland, aus Bayern sogar, die Erza Cosplay mit einem, wie ich finde, besonders coolen Original-Design. Da hat sie aus Warbler sich eine ganz tolle Rüstung im Azteken-Style gebaut.
Feierabend. Aber Leute, wenn ihr Nebel macht, nicht in dieser Höhe. Na. Aber das schaut schon fast ein bisschen tot aus. Das hat er jetzt nicht, glaube ich. Nein, nicht tot. So, das war unser erstes... Oh mein Gott! Das war unser erstes... Nochmal! Oh, ah! Also, grundsätzlich übrigens immer Ladies first, also die Damen. Eure Bewertung bitte. ja, ich finde, was ich bei dem Video von der Erse auch cool finde als Idee ist, dass man dieses Behind the Scenes von einem Shooting nutzt. Das fand ich ziemlich cool, weil das ist eine außergewöhnliche Shooting-Location gewesen, gerade mit dem Gewächshaus. Und das dann nochmal so im Nachhinein zu nutzen, weil sie hatte mich auch angeschrieben, so, ja, was soll ich machen? Ich weiß gar nicht. Jetzt bei uns auf dem Bürgersteig kommt es halt nicht so geil. Irgendwas wirst du doch haben. Halt einfach so. Aber ja, also mega schön, auch vom Iron Man finde ich auch eine coole Idee. Ist jetzt auch keine wahnsinnig große Produktion, aber ich finde, das muss man auch nicht erwarten. Also es soll ja auch für jeden zugänglich sein. Man braucht ja da keine Filmcrew jetzt, die mit da 10 Leuten antanzt und Mords Equipment. Ja, ja, es geht ja hauptsächlich darum, dass wir die Kostüme sehen können. Dass, also ich weiß, dass auch ganz viele im Vorfeld Angst hatten, dass sie echt irgendwie jetzt mit großem Kamerateam da auftauchen müssen. Nee, das sollte es ja nicht sein, aber es war total krass, der Iron Man mit diesen ausfahrbaren Flügelchen oder was auch immer das war und die ganzen Lichteffekte. Ja, und auch Erza richtig, richtig schön mit dieser selbstgemachten, selbstdesignten Rüstung und ja. ja, gut, dass wir Videos haben, weil da kann man nicht auch sehen, wie sich die Kostüme bewegen, was sehr wichtig ist, gerade beim Iron Man, finde ich, weil das Schwierigste beim Iron Man ist halt, die Teile so zu bauen, dass sie auch wirklich ineinander funktionieren. Und bei dem Video sieht man es natürlich sehr schön. Von dem, was ich sehen kann, ist das ziemlich flawless, das Kostüm. Und bei Erza Cosplay? Man weiß es nicht, aber ich sag mal Erza Cosplay. Ja, ein Original Design. Sehr, sehr cool. Also gute Idee, gute Farben. Und bei dem Video zum Beispiel ist ja auch alles nur behind the scenes quasi, also kein Filter oder irgendwas drauf. Ist natürlich wunderschön zu sehen, wie sie mit den Farben das gemacht hat und so. Das ist natürlich auch schön Tageslicht, da kann man das Kostüm wunderbar beurteilen. Deswegen zwei sehr, sehr schöne Kostüme. Ja, ich habe mich tatsächlich auch gefragt, wie schwer die Rüstung von Erza ist, weil das ist ja alles aus Warbler gemacht und ich habe nur so ganz, ganz wenig Warbler-Teile bisher verbaut. Also habe mir dann gedacht, ist das echt eine Herausforderung, auch ein Kostüm dann so zu machen, dass das Gewicht das eigentlich auch dann, also dass man das selber tragen kann und dass es auch sich als Gewicht, als Kostüm nicht selber behindert dann, weil wenn verschiedene schwere Teile dranhängen, also das fand ich auch sehr interessant, wie man das so sieht. Übrigens, ich glaube, der Iron Man hat das 3D gedruckt, weil in Brasilien habe ich gelernt letztes Jahr, als ich dort war, gibt es kein Warbler. Die haben da keine, die haben keine Thermoplasten. Die müssen sich da drum rumarbeiten und ich glaube, das ist 3D gedruckt und so wie ich gerade selber im 3D-Druck da unterwegs bin, denke ich mir, wie lange hat der Mann geschliffen, um dieses Finish zu kriegen? Also da war ich auch wirklich sehr, sehr beeindruckt. Aber das waren schon mal unsere ersten zwei Teilnehmer, die wirklich ja die Latte schon ganz hochgelegt haben, auf jeden Fall. Aber es geht ja immer noch weiter. Wir haben noch 8 weitere Finalisten. Und unsere nächste Finalistin hat in unserer Nähkategorie eingereicht oder natürlich perfekt ein Cosplay eingereicht dafür. Das ist Crystal Cosplay. Und da habe ich mich gefreut. Ich habe das perfekte Kleid dafür an. Sie hat ein Pokémon gecosplayt. Und es war bei ihr war es Bisaknosp. Genau. Und hat da, glaube ich, ein Fanart gemacht. Und das ist natürlich jetzt Mias Baustelle und Bens natürlich auch, ne? Cyberpunk. Sumi Cosplay übrigens aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sogar, hat uns ihre Wii eingereicht.
Ladies first. Das ist immer so awkward, wer fängt an? Nee, es war also beides super, super schöne Videos und also Cosplays und Videos. Gerade bei Crystal, glaube ich, oder? Crystal Cosplay. Fand ich es total schön, wie da gearbeitet wurde mit dem Video, dass ganz viele Details gefilmt worden sind, dass man richtig das Cosplay nochmal sehen konnte von Namen und super schön zusammengeschnitten aus allen möglichen Winkeln. Ja, das Cosplay war auch traumhaft schön. Ich bin sowieso, freue mich immer, wenn viele genähte Cosplays dabei sind. Also klar finde ich auch Rüstung immer toll, aber ich freue mich immer besonders, gerade weil ich hauptsächlich nur nähe, wenn ich genähte Cosplays sehe. Und ja, Sumis Video war richtig, richtig krass. Also diese war das praktisch Filmniveau, wie das ausgeleuchtet war, die Effekte, die Einstellung, das war, also ich saß davor und dachte mir, wow. Ja, ist eigentlich die direkte Überleitung für Mia. Du bist ja quasi schon Programm heute bei dir. Sitzen ja zwei Cyberpunk-Experten bei uns. Ja, also ich muss auch sagen, das Video von der Sumi ist richtig krass. Ich hoffe, dass meins halbwegs daran rankommt, wenn wir dann fertig sind. Also es ist wirklich gigantisch. Du hast ja gesagt, sie hat die Effekte alle selber gemacht für das Video mit so einem Freeware-Programm, was dann nochmal krasser ist, dass man da nochmal so viel Zeit investiert hat. Ich finde, sie hat auch schön geactet. Das hat man gesehen, dass sie da schon voll in Character war, dass sie sich richtig gut gefühlt hat in dem Kostüm auch. Ja, also einfach nur beeindruckend. Und zu Crystal mit ihrem super süßen Lisa Knosp, ich liebe dieses Kostüm, es ist so niedlich, auch mit den ganzen Blättern, wenn man gesehen hat. Da waren die Detailaufnahmen halt auch nochmal schöner, auch gerade für uns als Jury, wenn du bewerten musst, macht es das halt auch nochmal richtig aus. Also klar, wir haben die Progress-Bilder auch gesehen, aber das dann so live nochmal zu sehen, wie das dann auch in realen Lichtbedingungen funktioniert und wie schön das aufgebaut ist, war ganz toll. So, ich bin dran. Ja, Crystal Cosplay, schönes Video. Ich hatte es noch im Kopf, weil man vergisst ja die ganzen Details, wenn man einmal sich alle anderen 100 Teilnehmer angeguckt hat, vergisst man ja die Details von den einzelnen Cosplays. Ich hatte im Kopf, jetzt, nachdem ich fertig war, dass es ein, ich wollte mal sagen, es ist ein simples Kostüm, aber wunderschön. Jetzt habe ich es nochmal gesehen, gemerkt, okay, es ist ja gar nicht simpel. Es sieht nur auf den ersten Blick simpel aus, aber wenn man die ganzen Details sieht, da ist ja so viel Zeug dran. Sehr, sehr schönes Video, einfach ein Feature-Video von den einzelnen Teilen, 1A. Und dann haben wir Sumi Cosplay. Ja, und für mich das beste Video. Weil, wenn jetzt eine Werbeagentur hinsetzen würde, würde darüber nachdenken, ey, wie featuren wir ein Cyberpunk-Kostüm? Also nur, dass man der Fokus aufs Kostüm gesetzt wird und wie featuren wir das? Dann würde sowas dabei rauskommen. Und es ist einfach, sie hat eine Location gehabt, sieht für mich aus wie ein CD Projekt Booth auf einer Convention. Ich glaube, da hat sie gedreht. Ne? Sieht aus wie die Totenkopf. Das habe ich mir auch gedacht, ja. Es sieht sehr, sehr ähnlich aus. Ja, da hat sie es wahrscheinlich gemacht, aber es ist ja geil, dass sie es ausnutzen, falsche Wort, aber dass sie die Situation nutzen konnte und da das Video drehen konnte. Und es ist einfach perfekt, Acting gut, auch wie sie am Ende geschrien hat. Muss man sich auch erstmal trauen. Ne? So. Ob sie jetzt geschrien hat oder nicht, aber so, ne, dieses Acting hat halt super funktioniert bei ihr. Ja, und dann die Effekte ist richtig gut, für mich das beste Video. Aber beides tolle Teilnehmer, auf ihre unterschiedliche Art und Weise. Super süß und mega cool. Ja, sehr cool. Und ich glaube, ich nehme das gleich, mache hier gleich mal so ein paar Notizen und sage, okay, nächstes Jahr brauchen wir vielleicht einen besten Video Award. Vielleicht sogar, weil so viele tolle Sachen dabei waren. Ja, cool. Ich fand es auch mega beeindruckend, auch die Gegensätze, die wir da im Endeffekt an Teilnehmern hatten und auch die, ja, ich sag jetzt mal, die Reichweite zwischen den ganzen verschiedenen Cosplay-Universen. Und wobei, das nächste ist gar nicht so weit weg. Unser nächster Teilnehmer, ich glaube, der ist auch in Deutschland gar nicht so unbekannt bei seinen riesen Fallout-Rüstungen. Die kennt man inzwischen schon so ein bisschen. Der Michael, der Wasteland Weber, der hat uns wieder mal mit einer Power-Armor aus Fallout überrascht. Und dann aber auch nochmal ganz anders, aber nicht weniger brutal, weil ich sag mal, ab mit dem Kopf ist ja auch schon so eine Aussage, ne? Haben wir aus den Niederlanden eine ganz, ganz tolle Teilnehmerin noch gehabt, die nennt sich Magic Wardrobe und die hat uns eine Red Queen mitgebracht aus Alice im Wunderland.
ich wieder was zuerst, wenn die Liedchen vorhin angefangen hat. Ja, auch wieder super schöne Kostüme dabei gewesen. Die Power Armor vom Westland Weber habe ich tatsächlich auch schon live mal sehen dürfen auf einer Convention. Das ist einfach eine Urgewalt, wenn der an einem vorbeiläuft. Das ist richtig krass. Auch da finde ich die Video-Location super passend. Ich mag das Video. Ich finde es auch cool, dass er ein bisschen Making-of-Progress am Ende mit reingeschnitten hat noch. Ist ja auch immer ganz interessant, wie was aufgebaut ist. Also was, woraus wurde das dann alles gemacht und so. Fand ich auch ganz toll. Und die Rote Königin, ja, ist, also ich liebe sowieso diese ganzen Tim Burton-Filme. Auch das, was er mit Alice in der Neuverfilmung gemacht hat, fand ich mega, mega schön. Und auch da die, also das Gesamtwerk einfach. Und ich finde das cool, dass sie das mit dem, wie heißt das, Cricket, glaube ich, ne? Was sie spielen mit den Flamingos. Finde ich auch cool, dass sie das mit eingebaut hat. Ja, ich fand es auch mega schön. Ich fand es vor allem auch toll, wie Magic Wardrobe das so ein bisschen wie als Stummfilm aufgebaut hat, dass da diese Einblendung kam mit dem Kopf und total süß, was sie sich da überlegt haben mit den verschiedenen Schnitten. Und wir haben ja auch ganz viele Bilder von ihr noch gesehen, von Kostümen, von den ganzen Details und dass sie noch diese Unterwäsche, sag ich mal, diese riesige Hose, die sie da drunter trägt, auch noch gezeigt hat, auch noch selber genäht hat. Es waren so, so viele Details und so ein aufwendig genähtes Kostüm. Es war echt so, boah, also ich hätte es so gerne live gesehen aus dem Kostüm, wo ich mich richtig ärgere, dass ich es nur auf Video sehen kann. Und ja, das Gleiche gilt für Wasteland Weber. Das ist, also ich glaube, Video bringt es gar nicht so richtig rüber, wie gewaltig das ist. Also Mia meinte ja, sie hat es live gesehen, ich leider nicht, aber würde es total gerne sehen. Das Video war auch echt cool mit der Location, mit dieser, wie nennt man die, diese, auf jeden Fall diese Fucked-Up-Location. Und Beeped-Up-Location! Bin ich Wasteland Weber kenne ich, habe die Rüstung auch schon live gesehen und habe ein Foto mit ihm gemacht. Ja, ja. Also ich habe ein Foto mit ihm gemacht. Bin hingelaufen, da ich muss ein Foto mit ihm machen. Ja, so. Weil was recht selten ist. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, oh, ich mache nur ganz selten Fotos, aber ich habe sonst keine Zeit dafür. Da habe ich extra hingelaufen, habe mich so rausgesneakt und bin hingelaufen, ey, ich muss ein Foto mit dir machen. Das war auch bei einem Contest übrigens. Und die Red Queen, sehr lustiges, ist jetzt kein Video zum Totlachen, aber es ist ja ein super lustig gemachtes Video. Und natürlich mit dem Kopf, ne, Leute warten drauf, wenn man die Red Queen sieht, hat sie uns gegeben, auch noch von Stummfilm, Style. Also beides sehr schön. Ich sag zu oft, ich benutze zu viele Superlative, deswegen sage ich jetzt einfach mal schön. Mega und schön. Mega Superlative. Naja, jetzt wieder zu dir, Case. Ja, und zurück zu mir. Ja, verdiente Finalisten auf jeden Fall. So, und jetzt geht es auch schon langsam in den Endspurt unserer 10 Finalisten. Aber 4 haben wir noch, die wir zusammen anschauen können. Und unser nächster Teilnehmer kommt auch wieder aus dem Nahen Osten, und zwar aus Saudi-Arabien. Das ist Vega Cosplay mit seinem Sekiro Cosplay. Und danach ein klassisches Rüstungs-Cosplay einer Badass-Frau. Finde ich immer toll. Eine Sister of Battle von Insane Eye. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Wenn nicht, bitte verzeih mir. Und die schauen wir uns jetzt zusammen an. Have no fear, I will be his sword.
even in the face of death, I will destroy the obsolete, the heretic, and the alien. I will not fail. I will have no mercy. I will not hesitate. Without him, there is nothing. Ja, und jetzt sind wir zurück aus dem Warhammer-Universum. Yay. Ja. Das machen wir vor der Sister of Battle. Yay! Ja gut, dann mein Turn wieder. ja, ich fand es mega cool, gerade bei Sister of Battle, dass man, also hier war es echt cool, nicht nur Fotos zu sehen, sondern auch Videos, weil ich weiß nicht, was war das, dieses Kettensägen-Schwert, ich habe nicht so viel Ahnung von dem Charakter, aber es war auf jeden Fall richtig cool, wie sich das bewegt hat und also wie gesagt, das war so ein Teil, der auch das Video für mich ausgemacht hat und das Cosplay, also ich meine, es sieht generell super aus, die Rüstung, aber ja, war ein tolles Video und auch Vega-Cosplay, richtig cool gemacht, wieder so ein richtig cooles Visual Effects Video mit den leuchtenden Schriftzeichen auf dem Mantel, die leuchtenden Augen und Lens Flare. J.J. Abrams freut sich. Also, mega, mega cooles Video. Also echt richtig hohes Level. Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Auch da bei Vega Cosplay einfach. Ich finde es cool, weil jetzt, wo ich es nochmal gesehen habe, ist mir das, also gerade die Szene mit der Rolltreppe und dass sie teilweise vorm Aufzug gedreht haben, habe ich irgendwie am Anfang gar nicht so bewusst wahrgenommen, weil der Schnitt und die Effekte einfach so gut waren. Das Kostüm auch toll. Ich habe das Spiel leider nicht gespielt, habe aber nur Gutes gehört tatsächlich. Und auch hier die Sister of Battle, die hat ja ihren Ton auch selbst gesprochen. Und ich finde es auch immer ganz cool, wenn sie sich bewirbt bei irgendeinem Contest, die schreibt immer so nette Texte, wie sie das gebaut hat. Das ist richtig unterhaltsam, das zu lesen tatsächlich. Also hat sehr viel Spaß gemacht, die beiden Videos bewerten zu dürfen. Okay, mein Turn. Ja, Sekiro, sehr, sehr cool. Ich habe das Spiel auch nicht gespielt, ich hätte aber fast für die Firma gearbeitet, leider also schon an einem Job. Und deswegen, ich habe mir das Kostüm schon vorher mal sehr genau angeguckt. Das hat er echt gut gemacht. Das Kostüm lebt ja vom Weathering und vom Runtergeranzten. Ne? Und das hat er wirklich auf einem guten Niveau dahin gebastelt, das Video. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Hat er irgendwas unter seinem Mantel drunter gebastelt, dass es das Zeichner durchleuchten oder nicht? Ich bin mir wirklich nicht sicher. Hat er es reingeschrieben in die Beschreibung? Oder wenn nicht, dann ist es vielleicht nur ein Video. Wir hatten Progress-Bilder, wo es auch geleuchtet hat, okay. Aber es war sehr dunkel. Also man kann es dann immer nicht ganz so genau sagen. Wenn es halt sehr dunkel ist, dann wirkt natürlich alles, was mit LEDs verbaut ist, nochmal viel toller. Aber ich glaube tatsächlich, dass da eine kleine Box drunter ist aus dem EA und dass dann so ein Light-Panel dahinter ist. Also so hat es zumindest vom Progress her gewirkt. Ja, also sehr, sehr coole Idee, ne? Wir die Augen zum Leuchten gebracht hat. Mei, wer hat das denn gemacht? Nein, auch wieder sehr cool, dass er was am Video gebastelt hat. Gefällt mir sehr gut. Und dann, ja, Sister of Battle. Mega gutes Kostüm. Also, ja, eigentlich fast jedes Mal, wenn ich ein Kostüm von dieser Sorte sehe, von den Sister of Battle, da sind so viele Details dran, auf die man achten muss. Und ich glaube, die Leute, die das machen, ändern auch gerne irgendwas, so wie sie Lust haben auf so vom Kostüm. Ich glaube, es ist ein bisschen abgeändert teilweise, ne? Dann, dass man sehen kann, halt, dass alles funktioniert und auch das Kettensägenschwert wirklich bewegt. Sehr, sehr, sehr cool, finde ich. Zwei sehr beeindruckende Kostüme mal wieder. Ja, absolut. Ich sage ja nicht jedes Mal wieder, dass ich wirklich froh bin, dass ich nicht unsere Jury sein muss, dass ich nur die Leute präsentieren darf, weil ich glaube, ihr hattet es wirklich, wirklich super schwer, selbst bei diesen 10 Finalisten, die Besten nochmal zu bewerten, weil eigentlich, ich glaube, ich hätte mich nur ganz, ganz schwer entscheiden können, wer da jetzt wirklich als unsere Sieger dann hervorgehen. Bei den 10, die dann zurückkommen, nachdem wir es vorher schon bewertet haben, da wurde es dann richtig schwer.
Ja, also man hat ja, wenn man sich 100 Leute anguckt, man hat ja direkt so ein paar Favoriten im Kopf. Und das entscheidet man nicht relativ schnell. Aber wenn man dann wirklich entscheiden muss, wer ist für einen der Höchste, dann wird es wieder schwierig. Ja. Mhm. Favoriten aussuchen ist nur noch einfach. Aber wirklich dann sich entscheiden, bei der Zahl, die übrig bleibt, das ist der taffe Job. Nicht die 100 angucken, sondern eher sich dann entscheiden. War so Best in Show für euch dann so die schwierigste Herausforderung, oder? Sozusagen, wer war jetzt der von den über 100 der oder diejenige war, der das ja. dann so... Ja, ja, klar. Ja. Oder wenn du zwei oder drei hast, wo du sagen würdest, hey, kann ich jedem geben. Ne? Ja. Dann steht man da mit seinem Vorn hin. Ja. Ja, deswegen haben wir euch als kompetente Expertenjury, dass zumindest ein, sag ich mal, fundierte Basis hat, wer unsere Sieger sind. Und wir sind auch schon ganz, ganz kurz davor, die zu prämieren. Aber zwei Finalisten müssen wir uns noch angucken oder wollen, dürfen uns die angucken. Und ja, da geht es schon wieder ins Ausland tatsächlich. Wir haben aus Italien eine ganz, ganz wunderbare Sugar Plum Fairy. Ich habe es immer auf Englisch auch gesagt. Ich glaube, auf Deutsch heißt es die Zuckerfee aus dem Nussknacker-Film. Das ist die Curry-Chan. Und dann haben wir noch, last but not least, ich weiß, Gottheiten soll man eigentlich nicht warten lassen, aber in dem Fall, glaube ich, lohnt sich das Warten. Und wir gehen auch wieder noch viel weiter weg als Italien, nämlich nach Brasilien. Und Samui-san hat uns von da nämlich Univels aus Final Fantasy 8 noch eingereicht. Open your heart to the bless of divine light with me. There will be no more misery. There will be no more war and death. I will release you from this burden. Love will be the only way to live. I am the center of the universe. I am the sovereign God. Unaverse. Das waren unsere letzten beiden Finalisten. Okay. Ja. Yay. Start ich noch mal mit ein bisschen was dazu zu erzählen. Ich finde, gerade bei dem letzten Teilnehmer, den wir gesehen haben, bei dem Univels, unglaublich. Also ich finde es richtig cool, wie das alles hält. Weil die Flügel, wie er die gemacht hat, da hat er richtig schöne Progress-Bilder auch mit eingeschickt. Da hat man alles gesehen. Ich finde, die Aufhängung ist wahnsinnig gut gelöst. Ich finde, das Licht ist gut installiert. Und vor allen Dingen das Headpiece, das sitzt einfach so. Also er hat da keine große Gurtgeschichte. Er hat auf seiner Instagram-Seite auch ein Video, wo er das Ganze anzieht. Das fand ich tatsächlich fast noch interessanter als das Video, das er eingeschickt hat. Weil da sieht man mal, wie komplex das Ganze eigentlich aufgebaut ist und wie gut mit den ausgewählten Materialien umgegangen wurde. Also das finde ich richtig klasse, auch wie sich der zwei Gesichter, die komplett aus Foam sind, by the way. Also da, ich dachte auch am Anfang, es wäre halt mit Warbler gemacht oder mit oder ein 3D-Druck, aber nein, das ist tatsächlich komplett aus Foam gemacht. Auch mit dem bewegenden Mund am Hinterkopf, finde das wahnsinnig gut. Und ja, unsere Sugar Plum Fairy ist halt ein Mädchentraum, so mit der Location und auch das ganze Video vom Aufbau ist halt einfach so Prinzessinnen-Feeling pur und ein traumhaftes Kleid und also auch vom ganzen Aufbau her super schön gemacht. Ich bin ein Riesenfan davon. Ja, ich fand es auch total süßes Kleid von Curry-chan, genau. Ja. Ich habe auch mal ein Cosplay gemacht, wo ich ganz viele Rüschen nähen musste und ich habe dieses Kleid gesehen und ich dachte mir, oh Gott, diese arme Frau, die tut mir so leid.
Es ist wahnsinnig, ich will gar nicht wissen, wie lange sie daran saß. Das muss ewig gedauert haben. Ich fand es auch total süß, was sie sich fürs Video überlegt hatte. Dass es so ein Prozess war, wie sie das Kostüm anzieht. Mal was ganz anderes. Und Samui-san war, ist einfach krass, das Kostüm. Also das ist einmal ein Kostüm, wo die Rückseite halt auch echt cool ist, weil oft ist es so, dass oder Cosplayer gerne mal die Rückseite verstecken. Aber da ist es Wahnsinn. Und wie Mia sagte, das auch alles super hält. Krass, dass er sich so viele Gedanken darüber gemacht hat, wie das Cosplay halten muss, wie es alles funktionieren muss. Das ist einfach wow. Ja, hier, ich kann mir den Namen nicht merken von dem Charakter. Wie heißt er? Belzebub. Also, ihr wisst, was ich meine. Von meiner Fantasy. Ja, krass. Bunnywels. Wie heißt er? Bunnywels. Ah, war ja nah dran. Ja. Als ich das Video das erste Mal gesehen habe, ich hab gar nicht, also das klingt jetzt wie ein Spruch, aber ich habe wirklich manchmal nicht gecheckt, ob das jetzt irgendwie wirklich ein Kostüm ist oder ob das irgendwie so ein Ausschnitt aus irgendwie Anime-Trailer, was auch immer ist. Ich habe es nicht gecheckt, weil einfach alles von oben bis unten so unecht im positiven Sinne aussieht. Ja, deswegen, ich habe es nicht gerafft. Also sehr, sehr, sehr cool alles, von oben bis unten, so viele verschiedene Techniken da benutzt und Materialien und alles reingehauen, was man in ein Cosplay stecken kann. Und dann die Plum Fairy. Ich frage mich ja, wo sie das Video gedreht hat, wohnt die da? Ja, also sie ist aus Italien. Da gibt es ja manchmal so richtig schöne Städte, so Villen in Städten noch. So vielleicht hatte sie wirklich Glück, dass sie da in Italien irgendwo sie so eine Villa irgendwie abgreifen konnte als Location. Ne? Das wäre schon. Ja. Das ist ihre eigene Villa. Ja. Ne? Also, ja, sehr schön fand ich das. Das Outfit super. Ja, also. Ich kenne mich mit Nähen nicht aus, aber es sieht sehr schwer aus. Also im Sinne von schwer herzustellen, nicht vom Gewicht. Vom Gewicht bestimmt auch. Aber es sieht ganz toll aus, ja. Ist gut, ja. Und jetzt habt ihr im Endeffekt, haben wir jetzt alle unsere 10 Finalisten gesehen. Und jetzt sind wir sozusagen wieder an dem Punkt, wo ihr auch schon mal bei der Online-Bewertung wart. Nämlich, wir brauchen eine Reduktion. Wir müssen von 10 auf 3 Sieger kommen. Wir haben einen besten Show, wir haben eine beste Näharbeit, best Kostüm, wir haben ein best Armor. Und da würde ich sagen, ihr geht vielleicht jetzt nochmal zusammen, jetzt wo ihr euch sozusagen wenigstens virtuell nochmal sehen könnt, nochmal kurz in euch. Okay. Und quatscht nochmal und besprecht nochmal, wie das Ergebnis aussehen kann. Ich schaue derweil mal, wie unsere Community gewotet hat. Beim Community Award, da haben wir auch ganz schön viele abgestimmt und dann sprechen wir uns gleich wieder. So, und während die Jury sich jetzt noch kurz berät, wer die Sieger für unsere 3 Kategorien sind, habe ich schon mal die große Ehre, euch zu verkünden, wer der erste Gewinner unseres CCXP Cologne Cosplay Championship Community Awards geworden ist. Ich muss ja sagen, ich habe mich immens gefreut, wie viele Stimmen da abgegeben worden sind, wie groß der Support war für unsere Top 10 Finalisten. Das ging ja wirklich in die Tausende an Reactions, an Likes auf Facebook, auf Instagram. Der virtuelle Jubel war wirklich dem würdig, was auch an Jubel im Thunder Theater normalerweise den Cosplayern auf der Bühne entgegenbrandet. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass die Community diesen Award so angenommen und die Cosplayer so unterstützt hat. Das ist wirklich richtig toll gewesen. Und trotzdem war da einer, der hat die Nase nochmal so richtig ein ganzes Stück weit vorne gehabt. Und ich glaube, ich sage da nicht zu viel, wenn ich es so ausdrücke, dass die CCXP-Community gesagt hat, Iron Man, we love you 3000. Und damit habe ich unseren Sieger natürlich schon verraten. Es ist Caio CDK aus Brasilien für sein Iron Man Mark 85 Cosplay. Congratulations, Caio, you won the first CCXP Cologne Cosplay Championship Community Award. Herzlichen Glückwunsch auch zu deiner tollen Näh- und Stickmaschine von unserem Hauptsponsor Pfaff, zu deinem Cosplayflex-Gutschein und natürlich zur Wildcard für den großen Gamescom Cosplay Contest Ende August. Und ich freue mich wirklich sehr, dass dieser neue Award und diese neue Kategorie bei uns so gut angekommen ist.
Und jetzt wäre ich auch so richtig in Preisverleihungs- und Siegerlaune und hoffe, die Jury ist auch schon zu einem Ergebnis gekommen, dass wir gleich weitermachen können mit dem Vergeben von ganz vielen tollen Preisen an noch viel tollere Cosplayer. Schauen wir mal, ob sie schon wieder da sind. So, die Jury ist wieder zurück, diesmal digital. Normalerweise freue ich mich immer, wenn ich euch dann auf die Bühne zurückholen kann. Das wird dann mega spannend. Diesmal treffen wir uns hier virtuell wieder. Ich habe derweil ja geschaut, wer den Community Award gewonnen hat. Und ich weiß nicht, ob ihr schon so ein bisschen gelunzt habt. Das Ergebnis war relativ eindeutig. Die Community hat gesagt, Iron Man, we love you over 3000. Und unser Iron Man hat tatsächlich auch den Community Award gewonnen. Was sagt ihr dazu? Ja, ich sag mal als erster was, ne? Mal ja, zu Anfang. Du darfst! war ein bisschen abzusehen. Also ich habe mir das schon gedacht, man, klar, also Iron Man allgemein hat ja viele Fans, aber es ist auch nur sehr beeindruckend, Iron Man zu sehen. Deswegen. Und Brasilien, dicke Community, ne? Von daher verdient. Ja, ich habe das letztes Jahr auch gesehen. Ich bin am zweiten Tag, als wir drüben waren, mit Marcel im Frühstückstisch gesessen und gesagt, ich habe noch nie so eine Community erlebt. Die sind so begeistert und so. Für uns als Deutsche, das war so richtig dieser Culture Clash. Jeder war da gut drauf, alle waren super begeistert. Und ich würde sagen, ihr müsst da mal hin, aber aktuell ist es ja gerade schwierig mit Reisen. Aber wenn Reisen wieder nicht schwierig ist, dann muss da jeder unbedingt mal hinfahren, ja. Das mache ich. Sobald es geht. Ja, alle zusammen. Ja. Genau, ja. So, aber jetzt sind wir beim Community Award. Ist ja nicht unser einziger Preis, den wir heute vergeben dürfen. Wir haben ja noch drei weitere Kategorien. Zum einen Best Armor, Best Costume und Best in Show. Und vielleicht nochmal ganz kurz. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Unser Hauptsponsor Pfaff hat für jeden dieser Preise eine ganz, ganz tolle Nähmaschine und Stickmaschine zur Verfügung gestellt im Wert von über 1000 Euro. Cosplay Flex legt nochmal einen Gutschein drauf für 75 Euro Thermoplast und als Überraschung, was wir vorher noch nicht wussten, aber alle unsere Sieger dürfen auch jetzt bei der Gamescom, beim großen Gamescom Cosplay Contest mit ins Finale. Also sie gewinnen noch eine Wildcard mit dazu on top und natürlich der Best in Show Cosplayer bekommt noch ein bisschen Geld für noch mehr Material drauf oder eine Reise zu einer Con. 250 Euro gewinnt der Beste der Besten bei unserem Cosplay-Wettbewerb. So, war jetzt aber auch genug der Fakten, weil wir spannen natürlich alle noch viel länger auf die Folter. Ich weiß nicht, Mia, willst du anfangen? Hast du einen Preis, den du vergeben willst? Natürlich. Ja, dann habe ich heute die Ehre, Best Armor zu vergeben. Es war eine wirklich sehr, sehr schwere Entscheidung. Ich glaube aber, man kann sagen, es ist absolut verdient. Herzlichen Glückwunsch, liebe Ersa, mit deinem Aztec Warrior Kostüm zum Preis für Best Armor. Krasse Detailarbeit, wunderschön verarbeitet, wirklich top Kostüm und viel Spaß mit deinem Gewinn. Ja, herzlichen Glückwunsch, Ersa. Stellt euch tosenden Applaus vor. Ja, 1000 Menschen vor der Bühne. Immer Applaus einspielen jetzt. Das machen wir noch, ja. Okay. So aus der Retorte, das kriegen wir noch hin, ja. Ja. Geht schon weiter, oder was? Ja, ich glaube schon, oder? Best Costume wartet auf uns, die beste Näharbeit. Okay. Den vergibt die Lee. Ja, genau. Ich freue mich total, den Best Costume Award zu vergeben. Der bedeutet beste Näharbeit. Und ich freue mich immer total, wenn ich bei Wettbewerben super schön verarbeitete Cosplays sehe, weil ich selber hauptsächlich nur nähe. Ich hasse es ziemlich, mit Foam und Wobbler zu arbeiten. Deswegen achte ich immer besonders auf die Nähte, ob das alles schön sitzt. Ja, und ich freue mich, dass der Preis an Kuri-chan mit der Sugar Plum Fairy geht. Und wie ich ja bereits sagte, das Cosplay ist großartig. Die ganzen Rüschen, ich will mir nicht ausmalen, wie lange das gedauert haben muss. Und die Corsage ist wunderschön bestickt, sie sitzt super und die Perücke ist auch ein Traum. Ich glaube, eine der krassesten Perücken, die wir hier im Wettbewerb gesehen haben. Das ist, ja, ich freue mich. Yeah. Herzlichen Glückwunsch, Kuri-chan. So, und jetzt ist natürlich last but not least, hat der Ben für uns den Best in Show. Verrat uns. Ja. Alles klar.
Ich mache es jetzt wie bei Germany's Next Topmodel. Ich brauche jetzt eine Viertelstunde, um das zu verkünden. So. Best in Show vom CCXP Online Kostümwettbewerb 2020. Wer wird es sein? Es ist ein Cosplayer. So viel darf ich schon mal verraten. Noch mehr Scheiße fällt mir jetzt gerade nicht ein, um das noch weiter in die Länge zu ziehen. Ich habe mich auch so sehr auf den Namen konzentriert, dass ich nicht mehr weiß, wie der Cosplay-Name war. Aber der Charakter ist der fantastische Booty Wälze. Yeah. Den Namen richtig gesagt. Booty Wälze. Ja, ja, das Wahnsinn. Das hat uns alle umgehauen. Von daher finde ich ordentlich verdient. Welches Land war es nochmal? Bitte? Welches Land? Das war Samuisan aus Brasilien, war das, ja. Ja, Brasilien, ja. Auch schon wieder Brasilien. Ne? Da müssen wir anscheinend wirklich mal bald hin. So, also. Ich sage euch auf jeden Fall. Also herzlichen Glückwunsch an, wie war der Name? Samui Cosplay? Samuisan. Samuisan. Ja, Samuisan. Also, gut gemacht, gut Job, umwerfendes Kostüm. Da waren wir uns fast sofort einig. Ne? Aber haben wir hingekriegt. Ganz, ganz toll. Good job. Ja, ich würde natürlich jetzt wahnsinnig gerne alle vier Preisträger hier nochmal zusammen präsentieren. Das können wir jetzt aber im Nachgang machen. Wir zeigen gleich nochmal im Anschluss nochmal die Top-Bilder unserer Gewinner. Und ich würde sagen, an der Stelle vielen, vielen herzlichen Dank auch für euch, dass ihr auch in dieser, sag ich mal, Ausnahmesituation, die wir dieses Jahr gerade haben, euch bereit erklärt habt, als Online-Jury unseren CCXP Cologne Online Cosplay Contest, die Championship, zu judgen und dass ihr auch diese vielen Teilnehmer, ja, alle euch angeschaut habt und das auch zu einer riesen Bühne für unsere Community, nicht nur hier in Europa, sondern weltweit gemacht habt. Und ich hoffe trotzdem, dass wir nächstes Jahr uns alle wieder in Köln auf der Kölnmesse, auf der CCXP nochmal treffen können und vielleicht sogar der ein oder andere unserer Finalisten da ist oder unserer Teilnehmer und wir dann alle nochmal, ja, im Real Life sehen können. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank an euch, vielen Dank an unsere Sponsoren, vielen Dank an Pfaff, an Cosplay Flex. Und vielleicht auch der ein oder andere, der jetzt dieses Mal nicht mit dabei war, die Gamescom hat einen großen Cosplay-Contest gerade noch am Laufen. Vielleicht noch eine tolle Gelegenheit, eure Cosplays da zu präsentieren. Ich danke euch drei nochmal. Danke nach Köln, Berlin. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder im echten Leben. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss.